So, weiter geht's. Ich habe ein bisschen was gelesen und auch das nicht verstanden. Irgendwie verschließt sich das Spiel mir gerade. Neue Aufnahmesession, neuer Tag, ein bisschen fitter. Mal gucken. Der Chef Schied hatte ein Protokoll der Gedanken des letzten Gefangenen angelegt. Ich könnte es ja nicht lesen, weil wir zu verschieden waren. Aha. Was? Ich muss erstmal gucken. Kann ich hier irgendwas machen? Da ist eine Menge dazugekommen und das kann ich jetzt machen. Hilft das? Egal, wir machen das jetzt. Geht's überhaupt? Ist sehr gut sogar. Jawohl, geht jetzt vielleicht noch mehr? Schade. Schade. Gut, so. War wieder in meinem ursprünglichen Kerker. Ich glaube nicht, dass Umbra etwas bemerken würde. Ich wollte auf ihre Rückkehr warten. Was? Aha. Ich muss irgendwie dahin kommen. Es funktioniert. Ich sprang zur Tür. Etwas fühlte sich seltsam vertraut an. Das letzte Gefangene hatte an mich gedacht. Ich habe genau das getan, was ein Gameback tun würde. Es waren Kens Erinnerungen. Was? Ken war in der Festung gelangt, in der er sich in das Konto eines Rekruten gehackt und dessen Skin übernommen hat. Er war sehr stolz darauf. Okay, verstehe ich das alles? Was denn jetzt? Wo bin ich denn? Wo soll ich denn hin? Versuchen wir es einfach mal. Ich sprang zum nächsten Ding. Ich fühlte Kens vertraute Gedankengänge. Aha, er wollte unauffällig bleiben, stieg aber schnell in der Gilde auf. Die Meister schätzten ihn und Lord redete mit ihm, was ihn überraschte. Die anderen Gildenmitglieder dachten, dass Ken mehr Signale vom Baum erhielt als sie und zollten ihm widerwillig Respekt. Umbra andererseits sperrte ihn selbst für die kleinsten Vergehen ein. Aha. Okay, wo bin ich? Wo bin ich denn? Lass mal gucken. Ja, nicht. Warum ist so hier? Es gibt Berichte und Gerüchte über die Entscheidung von Orden des Nazgûl, der bis jetzt öfter als einmal aufgetaucht. Einige wenige auswählte Gildenmitglieder hatten die Ehre, den Baum betreten zu dürfen. Einige Mitglieder für den Baum Erkenntnis. Das sind andere schwer zu erklärende Phänomene. Das kann alles sein. Wir suchen weiter. Lass es mit den Spielgeschehen den Baum betreten haben. Was haben wir da? Sie sind tot. Weiß man nicht. Ken schloss die Gilde durch eine List an. Kennst du der Gilde? Nee. Nein, ich weiß es noch überhaupt nicht. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Einen weiteren Kerker, haben Gefühle, einen Geruch, eine Farbe. Es fiel mir immer leichter, keine Spuren aufzunehmen. Aha, neuer Hinweis. Warten? Nee. Kämpfe, bevor er starb. Aha. Bereitet sich auf die Zeremonie vor, in dem Rahmen der Baum betreten wurde.
Einer Meister wollte die Ehre mit Italien, etwas an diesem Meister war seltsam, aber befreite Ken aus seinem Kerker. Nahm ihn bei der Hand und lief gemeinsam mit ihm zum Baum. Da bin ich. Würde ich sagen, gehen wir mal da hin. Und ich würde sagen, immer schön Richtung Pass. Ah ne, hier, da, zack. Der letzte Gefangene des Gegenstands war ebenfalls Ken. Hä? Getroffene Entscheidung. Er fühlte sich schutzlos. Der geheimnisvolle Meister hatte seine wahre Identität entdeckt. Er wusste sogar, wo Ken wohnte. Kennst. Das ist nicht Belohnung. Niemals. Aha. Ich hatte keinen Unbeachtlichen Schluck, er sammelt vorher. Er bot an, Ken für den Baum zu. Ja, genau. Junge sollte Ken etwas für ihn erlegen, nachdem er den Baum betreten hatte. Aha. Ja, ich weiß nicht so richtig. Da bin ich. Ich kann nur dorthin. Da war ich doch schon. Zack. Lord, der erleuchtete. Der Baum der Erkenntnis ist bald hier. Ihr werdet Weisheit sehen, euch den. Mama, ich bin ein Verbrecher, ja. Glück nähern. Öffnet eure Herzen und Augen. Seid ihr bereit? Fühlt Wärme und Frieden in eurer Seele. Legt den Zynismus ab. Seht das Wunder des Wissens. Der Baum inspiriert und lasst euch erkennen. Jede, deren Verstand vorbereitet ist, dringend tiefer. Heute wird eine Person in meine Fußstapfen treten und den Baum der Erleuchtung, die Erleuchtung finden. Ich wollte nicht die ganze Rede von Leuten hören. Ich sprang ihn auf einen Gegenstand, der den Baum der Erkenntnis berührte. Und konnte sofort fühlen, wie ich ins Innere gezogen wurde. Ich verstehe immer noch viel zu wenig. Und nun? War das gut? Ich denn? Aha. Ist das irgendwas ohne... kann ich das? Nein, noch gar nicht. Kann ich das? Fast. Da fehlt noch eins. Aber will ich das überhaupt? Für alles andere brauchen wir halt eben dieses Feuer. Ach, okay. Nu? Hallo? Ja? Hallo? Ah, gut, da ist jemand. Das ist Ken. Ah ne, 314. Schenkt mir ein warmes Lächeln. Das Schicksal hat uns endlich hergeführt. Ich wusste, dass du es schaffst. Hä? Du hast es allein geschafft. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich möchte nur sagen, dass ich ungleich dankbar bin. Bist du der Demiurg des Baumes? Ja, sie nennen mich den Demiurg und ich berichte sie nicht, obwohl ich weder Welten erschaffe noch eine Gottheit bin. Ich spreche auch nicht für den Baum wie einige meinen. Ich kommuniziere direkt mit ihrer Psyche. Der Baum und ich sind jedoch verbunden. Aha. Du glaubst nicht, wie frustrierend es ist, wenn man nichts tun kann, außer die Psyche anderer sozusagen von innen heraus zu beeinflussen. Okay. I don't get it. Aha. Ich habe den Baum der Erkenntnis betreten, in dessen Inneren unzählige Menschen verschwunden sind, jedoch nur eine Leere gefunden und dich. Frag mal bitte. Sie sind tot. Moment. Nochmal was? Fragen wir nach den Todesfällen. Achso. Machen wir doch einfach. Müssen wir ja. Ich habe ja nur die eine.
Mein Freund kennt zu, hat den Baum der Erkenntnis betreten, so wie wir alle vor ihm ist er gestorben. Was genau hat sich zugetragen? Der Konzern und dessen KI bewacht diesen Ort, deshalb ist es so gefährlich, ihn zu betreten. Kens freier Wille hat meinen Einfluss auf ihn begrenzt. Ich hoffe, er wäre stark genug, aber selbst ich bin beim Betreten des Baums fast gestorben. Aha. Es tut mir unglaublich leid. Im Baum der Erkenntnis habe ich gelernt, wie die Welt funktioniert. Bevor ich es dir verrate, muss ich mir deiner Absicht sicher sein. Ich habe meinen Körper abgelegt, um die Vernichtung zu entgehen. Ich habe Teile von mir in andere Psychen versteckt. Ich habe meine Psyche in eine Art Cloud verwandelt. Ich habe kein psychisches Gehirn, kein Rendern, in dem ich mich wieder zusammensetzen könnte und kann mit der Realität nicht interagieren. Ich bin eine verdammte kollektive Illusion. Ein Teil von mir ist in deinem Kopf. Ich existiere nicht wirklich. Ich bin eine Halluzination. Du existierst, du hast dein Gehirn, hilf mir und ich teile mein Wissen mit dir. Wir wären unschlagbar. Lass zu, dass ich mich in dein Hirn hochlade. Erstmal fragen. Ja, sag mir, wie Ken gestorben ist. Ich habe mein Bestes gegeben, um ihn von Baum fernzuhalten, aber er war wie ein Bluthund. Ich habe ihm einige Worte Wahrheit gesagt, da erschien die KI dieses Ortes. Er geriet in Panik vor der Aufklärung Änderung. Im Baum der Erkenntnis ist alles möglich. Die KI hat Ken mit einer Ingame-Waffe erschossen und sein Körper reagierte, als wäre sie echt. Deshalb hat die KI mithilfe bestimmter Personen es als Unfall bzw. Mord getan, je nachdem, wie genau jemand nachforscht. Ja, ist schon gut. Ich hab's verpasst. Verpatzt. Du kannst auch so enden. Hilf mir und hilf dir selbst. Lass uns nicht wie Ken enden. Ich biete dir etwas, was niemand sonst besitzt. Wissen, das uns im Vergleich zu gewöhnlichen Menschen zu Gottheiten macht. Ich könnte jetzt gewaltsam aufzwingen, aber ich möchte dein Einverständnis. Verstehst du? Hilf mir und dir selbst. Erstmal fragen. Du hast einen Konzern und eine KI erwähnt. Ich kann dir nicht alles verraten, sondern ich weiß, ob ich dir vertrauen kann. Sie können mich nicht sehen oder hören, aber wenn du mich siehst, bemerken sie mich auch. Sie behalten dich nämlich ständig im Auge. Ich habe gesehen, wie viel Aufmerksamkeit die KI dir schon seit Wochen schenkt. Du bist ihr begegnet, als sie vorgab, danach zu sein. Ah! Sie hat dich als Meister des Gelächters getarnt, die ganze Zeit in der Festung beobachtet. Ah, sie wurde Zeuge all deiner Gespräche mit Lord. Hab ich nicht. Was hast du denn vor? Ja, guck mal schnell mal. Haben wir da jetzt mehr? Nein. Ja, das weiß ich doch. Was soll ich tun? Ja klar, ich möchte das machen. Ending. Aha. 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 Genau. Erklär mir genau, welche Konsequenzen. Der Baum der Erkenntnis fügt über ein Werkzeug, mit dem ich Pakete von mir wieder zusammensetzen kann, die ich vor der KI versteckt habe. Ich möchte sie in deinem Gehirn abspeichern, um endlich wieder vollständig zu sein, zu fühlen, zu interagieren, gesehen zu werden. Danach kann ich einmal Wissen, meine Erinnerungen, Emotionen auf dich übertragen, dann können wir fliehen und die KI vorknüpfen. Aha. Bin ich danach immer noch ich selbst? Jede Erfahrung bringt Veränderungen, trotzdem bleibst du selbst. Du erhältst neue Erinnerungen und die Weisheit eines zweiten Lebens. Erstmal noch mal das letzte hier. Psyche ohne Gehirn, ein Mensch ohne Körper. Es tut mir leid, aber das Ganze klingt für mich so sehr nach Science Fiction. Ja, was? Wo kann ich denn? Ah, da habe ich ein bisschen was mehr. Aha. Ein geheimnisvolles Phänomen. Okay, hilft das jetzt? Immer noch keine Daten. Nein. Okay.
ein Teil deiner Psyche über viele verschiedene Gehirne verstreut wurde. Wo genau bist denn du? Ich weiß es nicht. Ich vermute, niemand versteht es. Ich hoffe, dass sie... Ah, danke. Dann geht es mir genauso. Ich hoffe, dass sie mich für wertvoll genug halten, um mich nicht sofort zu beseitigen. Und ein zufälliger Baum in einem zufälligen Spiel hat dir geholfen, so der war Bemerkenswertes zu erreichen. Das hier ist nicht irgendein zufälliger Baum und dieses Spiel unterscheidet sich weniger von allem, was du gesehen hast, als du denkst. Was? Ja komm, dann machen wir es doch. Zustimmen. In Ordnung, alles klar. Und jetzt? Bald werde ich die Pakete in unserem Gehirn hochgeladen haben, zumindest die wichtigsten. Später werde ich sie entpacken, die Verschmelzung durchführen und dann haben wir... Oh. Danach. Du siehst ihn, oder? Die sind 314. Kannst du mit ihm reden? Lädt seine Psyche aus der Cloud hoch. Dort hat er sich also vor mir versteckt. Danach wieder. Gut. Endlich sehe ich ihn durch deine Augen. Was für eine interessante Halluzination. Wie hast du uns gefunden? Ich habe Barrieren errichtet. Ich bin ihm gefolgt, nicht dir, wie du dir denken kannst. Ich kann dich nicht sehen, aber also bin ich denen gefolgt, die es können. Es hat mich etwas Zeit gekostet, aber Zeit mangelt es mir zum Glück ja nicht. Nun gut, da ich jetzt mehr oder weniger weiß, woran wir sind, bleibt mir nur noch aufzuräumen, wieder einmal. Oh oh. Ich werde nicht alles entpacken können, was ich in dich hochgeladen habe, aber du wirst trotzdem mehr wissen als andere. Aha. Wenn du etwas merkwürdig siehst, vertraue dem Instinkt und grabe tiefer, das ist der einzige Weg. Ich habe ein bisschen Angst. Menschen reden zu viel. Gute Nacht, Game Deck. Ja? Game Deck, bitte finde mich. Finde mich. DigiNet, wer ist das denn? Hallo? Ich verstehe immer weniger. Was geht weiter? Was? Wie? Warum lag ich im Bett? Das war die Wahrheit. Ah, erstmal hier gucken, was haben wir gekriegt? Noch zwei davon. Noch eins davon. Das wäre nicht schlecht. Da oben haben wir immer noch nichts. Ich habe mich in das Code eingeloggt und bin hier Gilde beiträgt. Sie ist nämlich den Baum der Erkenntnis betreten. Dann begann eine wilde Achterbahnfahrt. Ja, ja, und ich habe alles falsch gemacht. Danach ist ein künstliche Intelligenz und 3-4 benötigt einen psychischen Wirt oder sowas in der Art. Aber warum war ich hier? Alles war so verwirrend. Ich spielte der Job, das Real und meine Träume. Ich brauche eine Pause. Ich hatte das Gefühl, dass mein Gehirn nicht mehr richtig funktionierte. Aha. Neuen Auftrag suchen. Soll ich jetzt einfach so? Ja, genau. Ich gucke mir ganz kurz nochmal an. Aha. Komm, machen wir das mal. Was war ein weiterer Absturz? Vielen Dank, dass Sie sich einen Druck von Bluebells in der Aktive entschieden haben, dem KI-Markt für BWI-Schöpfung neu gedacht. Okay, genau, zack, schon wieder. Das System analysieren. Erstmal schauen, was hier ist. Das ist nicht viel. Hello, I'm Wes. How can I serve you? Ja, was willst du? Nochmal. Gehen. Guten Morgen, mein Name ist Jean Long, ist Montag der 17. Juni, fangen wir an. Kenzu ist in bestechender Form. Die Black Lions haben das größere Spiel mit 4 Touchdowns gewonnen. Was? 3 dieser Touchdowns erzielten Su, der mit Schneeschwertern kämpfte, ein 18 auf der Hammerfield-Skala erreichte. Und für sage und schreibe 33 Sekunden standhielt. Der Junge ist in Höchstform. Was? Der ist tot. So, das haben wir ja.
haben wir vieles nicht entdeckt. So. Ja, warum? Hallo? Achso, Dark Web. Müssen wir immer gucken. Ja, das weiß ich. Okay, Duell im Spiel. Super. Dann müssen wir hier gucken. Sonst, nee, ist alles Realium. Rot. Ja.